dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hochverehrtes Publikum, herzlich willkommen zur mittlerweile 35. Folge dieser Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Einmal angenommen, es werden an die 70 Folgen in dieser Reihe, dann hätten wir jetzt die Hälfte nach Adam Riese. Und wie ich das Ganze überblicke, 300, an die 350, ich weiß gar nicht, Beiträge hier, Zitate, wäre das rein rechnerisch, 180, die Hälfte, muss man sich mal vorstellen, 70 mal eine halbe Stunde Nominalismus, Abstraktionen und so weiter. Da fragt sich der eine oder andere doch, ja, geht denn das nicht etwas kürzer? Dann würde ich antworten, ja, relativ im Vergleich dazu, dass derart Erkenntnisse in der Regel, wenn sie ihrem evolutionären Lauf folgen, so an die 1000 Jahre dauern, dann ist demgegenüber sind wahrscheinlich 70 dieser Folgen immer noch nicht genug. Und auch im Vergleich dazu, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Jahr für Jahr auf ein mehr oder weniger williges Publikum einprasselt an Schwachsinn, oder um es freundlicher zu formulieren, nicht besonders auf den Vorteil der Zuhörerschaft bedachte Autoren, darstellende, agierende, Medienschaffende, ist das immer noch ein Tropfen auf dem berühmten heißen Stein. Und im Übrigen geht es hier sowieso nur darum, ein Mindestmaß an Opposition, an echter Opposition aufrecht zu erhalten, wo der Rest der Welt dieses Prinzip und auch die Gründlichkeit für eine ordentliche Durchführung desselben vermissen lassen. Dergestalt, dass die Benachteiligten, Unterdrückten, wie auch immer man diesen Teil der Bevölkerung nennen will, dieselbe Logik teilen wie ihre Herrscher, Machthaber, die Nutznießer des Systems, wie immer man diese Personengruppe bezeichnet, dann ist ein Aufbegehren ohnehin sinnlos, denn diese Logik gilt es zu zerstören und damit auch ein Denken, mit dem die Benachteiligten an ihre Bestimmer gebunden sind. Erst wenn das geschieht, kann von einer tatsächlichen Opposition, von einem wirklichen Widerstand gesprochen werden. Und bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber die Grundmauern sind sozusagen gezogen und ich denke mal, es wird möglich sein, so viele Samen an so vielen Stellen wie möglich zu pflanzen, dass es nicht mehr so einfach möglich ist, das Ganze dann wieder zum Verschwinden zu bringen. Bis durch einen Zufall dann im Jahre 3412 jemand ganz verschollen geglaubtes Material wieder ans Tageslicht bringt, wie zum Beispiel die sämtliche Folgen der philosophischen Trilogie mit dem bereits erwähnten Titel. Und der Gleichsatzkanal erlebt sein zum
fünften Mal mittlerweile in der Menschheitsgeschichte sein Revival, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden. Wie das schon so oft in der Geschichte der Menschheit geschehen ist, mit wirklich kritischem Gedankengut. Aber genug des Eigenlobes, es harrt die Nummer 180 der kritischen Beäugung. Hugo Spitzer wieder, der Kollege von der letzten Nummer, 179. Ich lese vor. Der Umstand, dass eine Ellipse mit sehr kleiner Exzentrität für die sinnengemäße Auffassung vom Kreis nicht zu unterscheiden ist, berechtigt keinen streng denkenden Mathematiker, den begrifflichen Sprung zu verkennen, der den völligen Wegfall vom Dasein einer, wenn auch noch so kleinen und nach Belieben unbeschränkt klein zu setzenden Exzentrität, exzentrisch ist es jetzt nicht, wenn ich mir mein Werkzeug zurückhole, Exzentrität berechtigt keinen streng denkenden Mathematiker. Jetzt weiß ich auch, woher das Déjà-vu-Erlebnis aus der letzten Folge gekommen ist. Es ist nämlich die Vorsortierung, die war noch nicht allzu weit her, allzu lang her, und deshalb konnte ich mich da noch daran erinnern. So wird es wohl gewesen sein. Aber jetzt nicht schon wieder abgeschweift. Den begrifflichen Sprung zu verkennen, der den völligen Wegfall vom Dasein einer noch so kleinen und nach Belieben unbeschränkt klein zu setzenden Exzentrität trennt. Im einen Fall haben wir den Kreis, im anderen ein dem Begriff nach gänzlich verschiedenes Gebilde, nämlich die Ellipse mit ihren ungleichen Achsen. Ähnlich verhält es sich nun auch mit allen realen Gattungen in der Art. Was bedeutet das für unser Thema? Abstraktionen, Nominalismus. Man kann die Ellipse auch als eine Form des Kreises betrachten. Dann ist ein anderer Zweck gesetzt, weil ich eben dieser besonderen Form des Rundseins auch das nicht ganz Rundsein oder auch das längliche Rundsein in Form einer Ellipse eben auch zum Kreis zähle. Wird etwas strenger untersucht, dann ist ein logisch nicht zu rechtfertigende Gleichsetzung liegt hierin, wenn man sie unter die Ellipse unter einen Kreis rechnet, denn demgegenüber kann die Definition einer Ellipse so sein, dass eben der Kreis nicht dazugehört, dass die Ellipsen immer dieses Ovale haben müssen. Und alles, was rund ist im Sinne von den gleichen Durchmesser vom Mittelpunkt aus, fällt hier nicht herein. Und in dieser an sich Darstellung ist jetzt dieser Unterschied, wenn man ihn messen möchte, kann der noch so klein sein, das heißt, die Ellipse kann sich um ein Tausendstel im Durchmesser ändern, dass dieser Kreis nicht mehr rund ist. Dann tritt dieser Fall schon ein, dass eine logische Verschiedenheit und dass nicht mehr in einem Zug von ein und derselben Sache, der ein und derselben Art, Gattung zugerechnet werden kann, wenn man logisch streng sein will.
Und auch hier diese ganze Untersuchung, die ist das logisch strengste, was es bisher eigentlich gibt oder was man einem skeptischen Denken oder auch einem Nominalismus in Bezug auf das, was vorher so gedacht wird, zuschreiben kann. Die Logik ist auf der Seite der Skeptiker und der Subjektivisten. Die Logik ist nicht auf der Seite der Objektivisten. Und wenn ich in der letzten Folge behauptet habe, dass jedes einzelne Subjekt nur seine eigene Meinung vertritt und sonst nichts, dann gilt das selbstverständlich auch für mich. Jedoch bin ich der Meinung, dass meine Logik die beste ist. Was auch sonst. Ich wäre ein schlechter Marktredner, wenn ich nicht von dem überzeugt wäre, was ich hier denke und tue. Aber ich behaupte keine logische Allgemeingültigkeit, sondern ich rechne damit, dass andere Subjekte genauso wenig wie ich auf den Kopf gefallen sind und es vermögen, das Ganze nachzudenken und zur entsprechenden Auffassung zu gelangen. Die mag jetzt nicht in jedem Punkt die meine sein, aber doch, was diese Grundgedanken betrifft, dass die allgemeingültig logisch allgemeingültige Objektivität nicht zu halten ist und deswegen etwas anderes geschehen muss, die nehme ich an, gibt es doch aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen. Also es sind nicht alles Idioten. Es sind auch Leute dabei, die vielleicht nicht so gründlich oder vielleicht auch nicht die Notwendigkeit gesehen haben oder vielleicht es erst gar nicht versuchen, weil sie ohnehin denken, dass es aussichtslos ist, gegen die herrschende Logik etwas zu unternehmen. Aber so in der Richtung bewegen sich meine Erwartungen. Das mag jetzt früher oder später geschehen, aber ich bin der Meinung, es führt kein Weg daran vorbei, weil eben diese Logik die bessere ist. Es ist argumentativ die bessere, war es schon immer, bloß haben eben außer reflektorische Interessen, sage ich mal, immer wieder dazu geführt, dass der Rekurs auf ein primitives geistiges Niveau, auf materiellen Vorteil und persönliche Vorteile immer wieder die Mehrheit bestimmt hat, vom Anfang der Geschichte bis auf den heutigen Tag. Ist die Geldbeutelpolitik immer noch die wirksamste. Aber es lassen sich auch nicht auf intellektuellem Gebiet gewisse Fortschritte verleugnen. Und wenn es nur ist, dass die alten Autoritäten in Form von Kirche und Monarchie beendet wurden, im Geiste zumindest beendet sind. Es laufen immer noch Könige herum und die Kirchen haben auch immer noch ihre Macht, aber ich denke mal, deren Zeit ist gekommen, wie es so schön heißt. Also, um jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, es spielt gar keine Rolle, wie unbeschränkt klein jetzt irgendeine Exzentrizität ist oder wie unbeschränkt klein jetzt der Unterschied vom Individuum zur Allgemeinheit ist. Es ist doch ein grundsätzlicher Unterschied. Es ist ein Unterschied in der Betrachtungsweise, in der grundsätzlichen Auffassung. Und wenn man beides von Haus aus von Anfang an in einen Topf wirft und die Logik sich dementsprechend dann formal ausbreitet wenn dann es niemanden gibt, der eine andere Logik hat,
und die Masse der Menschen diese Logik teilt, dann gibt es keinen Grund, weswegen nicht alles so bleiben sollte, wie es ist. Gibt es keinen Grund. Die Unterdrückten haben im Grunde genommen keinen Grund aufzubegehren, oder ist es eine reine Machtsache? Und dann haben sie die Macht, was zum Beispiel sein kann, wenn die Verhältnisse dann doch so schlecht werden, dass es den Benachteiligten dermaßen ans Leder geht, dass sie dann doch aufbegehren, was sehr fraglich ist, dann hat sich dadurch auch wirklich nichts geändert, sondern es werden die Herrschenden ausgetauscht, die dann im Grunde genommen wieder nach der alten Logik, herrschenden Logik, nach der Herrschaft ausgeübt wird, agieren und im Grunde genommen nur die Rolle ihrer Vorgänger eingenommen haben, und es werden dann wieder andere Benachteiligte deren Rolle übernehmen. Es ist grundsätzlich nichts passiert, und genau das ist notwendig, um etwas zu verändern, und das ist die eigentliche Revolution und die kopernikanische Wende, die sich in der Parole plakativ vereinheitlicht: Es ist nichts gegeben. So, jetzt bin ich aber fertig mit Hugo, dem Spitzer. Es geht weiter. Alfred Küthmann arbeitet in einer Arbeit zur Geschichte des Terminismus. Terminus. Und Terminus, die Natur der Begriffe als solche und deren Fähigkeit, allgemeingültige und wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, das ist der Kern der Universalienfrage. Vermag das Denken in Begriffen von der wechselnden Mannigfaltigkeit der Erscheinungen dem Werden zu einem einheitlichen und beharrenden Sein zu gelangen? Hat die Griechen von den Iliaden und Heraklit an bis zur Zersetzung aller philosophischen Probleme durch die Skepsis beschäftigt? Also was hat da beschäftigt? Die Natur der Begriffe als solche. Also hier der Inbegriff einer absolutistischen, objektivistischen Aussage, die Annahme, dass die Begriffe oder die Sprache eine Natur haben könnte und deren Fähigkeit, allgemeingültige und wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, ist auch wieder vorausgesetzt. Also ist die Möglichkeit, dass diese Begriffe dazu nicht in der Lage sind, beziehungsweise eben nur allgemeingültige, nur allgemeingültige wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, dass damit eine Beschränkung mit einhergeht, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht wirklich allgemeingültig sind, weil ein großer Teil bei dieser abstraktiven, abstrahierenden, isolierenden Abstraktion, wie es Hume nennt, unter den Tisch fällt und nicht berücksichtigt wird. Das ist hier nicht das Thema. Und deshalb auch nicht der Kern der Universalienfrage. Der Kern der Universalienfrage ist, ob es eine Objektivität gibt, ob Begriffe eine Objektivität repräsentieren, vermitteln, darstellen, bla bla bla. Vermag das Denken in Begriffen von der wechselnden Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, dem Werden, also dem immer wieder Anderssein des Geschehens, obwohl derselbe Begriff verwendet wird, zu einem einheitlichen und beharrenden Sein zu gelangen. Mit Begriffen zu einem Sein zu gelangen, das ist ohnehin nicht möglich, weil das Sein
wenn man es so bezeichnen will, immer ganz erstens etwas ganz etwas anderes ist, schon vom Prinzip her, also von der Natur des Seins her, wenn man so will, und zudem dann eben auch immer wieder anders ist. Und die Möglichkeit, dass es ein solches Sein nicht geben kann, die wird hier auch nicht berücksichtigt oder ins Auge gefasst. Es gilt als selbstverständlich, dass ein einheitliches und beharrendes Sein möglich ist. Zumindest ist das so, wenn man den Harmonisten wie Nicholas Titens, wie sie Einheitsapostel nennt, glauben will. Also was die Griechen von den Eleaten und Heraklit bis hin zur Skepsis beschäftigt hat, ist nicht das, was du hier meinst, mein guter Alfred Kütmann. Aber mit meiner Richtigstellung ist das Thema dann auch erledigt. Es folgt die Nummer 182, Hans-Joachim Störig, kleine Weltgeschichte der Philosophie. Dazu möchte ich sagen, dass diese zwei Bände dieser kleinen Weltgeschichte der Philosophie mich lange Jahre begleitet haben. Das war das erste neben einer Auswahl der Schriften Schopenhauers. Waren die ersten beiden Bücher, die ich mir gekauft habe als 14-Jähriger, 13-Jähriger, und die dann immer bis auf die Auswahl der Schriften Schopenhauers, die ist dann irgendwann nach Jahrzehnten ist die, weiß nicht woher, wieder aufgetaucht, und die Störig, bei den Störig-Bände, da ging dann mal der Einband flöten. Und die waren dann nur noch die einzelnen Seiten, und die sind dann irgendwann bei einem Umzug verschwunden. Aber ich möchte fast sagen, dass mein Interesse für die ganzen Angelegenheiten von dieser Weltgeschichte der Philosophie herrührt. Hamburg 1971, das müsste jetzt aber eine spätere Auflage sein. Da werde ich mich im Nachgang zu diesem Durchgang jetzt schlau machen, weil mich das interessiert. Aber jetzt zum Thema. Die Logik definiert er Occam als die Wissenschaft von den Zeichen. Bloße Zeichen, Signa, Termini sind insbesondere auch die von jenen Realisten zu hoch bewerteten Allgemeinbegriffe oder Universalien. Nichts Wirkliches entspricht ihnen. Also Zeichen, Namen, was auch immer, es entspricht ihnen nichts Wirkliches, sondern nur sowas Ähnliches wie etwas Wirkliches. Aber da ist auch nur schon die kleinste Abweichung, um jetzt das vorige Beispiel zu paraphrasieren, um die kleinste Exzentrität, wenn es sich da handelt, in der Abweichung, stellt schon einen logischen Sprung dar. So muss das aufgefasst werden. Und es ist dann, es könnte dann auch sagen, hier gilt die Formel von das Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Auf der Art Spitzfindigkeiten muss man sich dann kaprizieren, wenn es darum geht, eine Revolution anzuzetteln. Zetteln. Die nächste Nummer, 183, Fritz Mautner, und die Nummer 184 gleich dran gehängt, den Trenner, den Absatztrenner vergessen. Schlamperei, man kriegt heute kein professionelles Personal mehr, um hier diese Schreibarbeiten zur Zufriedenheit auszuführen.
183. Der Kampf zwischen Nominalismus und Wortrealismus ist nicht nur der gewaltigste Geisteskampf. Hier bin ich. Gewaltigste Geisteskampf. Kämpft mit, Leute, beim gewaltigsten Geisteskampf, dem aussichtslosesten Geisteskampf seit 2000 Jahren, der in seinen, ja, das passt jetzt gerade, dass mir das Ende dieser Sitzung angekündigt wird. Überall sind Hindernisse unterwegs. Der in seinen Anfängen 200 Jahre hinter Abelard zurückreicht, habe ich immer noch nicht geschaut, wann der gute Mann, 1200 schätze ich mal, irgend sowas. Er ist auch heute noch nicht geschlichtet, wenn man ihn nicht durch die Sprachkritik als beigelegt ansehen will. Ja gut, wenn man ihn jetzt durch die Sprachkritik als beigelegt ansehen wollte, dann wäre er auch schon durch den Nominalismus beigelegt worden. Es hat nur niemand begriffen. Denn mit der Sprachkritik ist es nicht anders wie mit dem Nominalismus. Das ist auch eine Sache einzelner Eliten, sage ich mal. Und der Rest der Welt geht seinen gewohnten Gang, nicht anders wie Jahrhunderte vorher. Aber jetzt muss ich die 184 noch mitmachen, weil hier so daran gehängt, das nächste Mal anfangen, das ist auch nicht ästhetisch sauber. Also, der Terminusbegriff ist heute so umstritten wie jemals zuvor und nicht nur das, sondern jeder Begriff ist heute so umstritten wie jemals zuvor, weil es eben grundsätzlich an der Auffassung hapert, an der objektivistischen Auffassung, und deshalb muss das alles abgelehnt werden. Das ist alles nicht akzeptabel. So schaut's aus. Herrschaften, Freunde der Butterblume und andere Schmetterlingsjäger. Das war's für dieses Mal. 3,5. Die Hälfte, wenn ich nur dran denke, jetzt nochmal 35 Folgen in einer jeweils von einer halben Stunde dasselbe erzählen, aber wird nicht das gleiche sein, das kann ich schon mal vorausschicken. Peace, Peace und out.